Ich habe auf Aufnahme gedrückt, nicht auf Streaming. Oh boy, jetzt seht ihr einen Teil von dem Kampf nicht. Doch, obwohl. Stopp. Das kann man einfach machen. Von dem Kampf nicht. Doch, ich sehe den Kampf. Den Kampf nochmal. Und zwar, wenn ich einfach nochmal neu starte. So. Wir haben ja gespeichert vorher. So. Ich bin aber auch ein Dussel, ey. So. Also ihr habt nichts verpasst. Ich hab halt bloß... Ich kam auf Aufnahme und nicht auf Streaming. So, genau. Hier hat's also aufgehört, ne? Mit dem Stream. Und jetzt geht er hier ganz normal weiter. Wie gesagt, wir waren ja beim Vulkan und sind das tapfere Paar und müssen jetzt das Dorf Gumbu vor dem Erfrieren retten. Und... Ja, jetzt müsste es wieder normal speichern, ne? Ja, gut. So, also jetzt nochmal. War heiß, ist unser Kollege dort drüben schuld daran? Justin, es scheint, dass der Feuerdrache Gumbu das Leid gebracht hat. Hey, guck mal, mich kriegst du nicht, du Scheißding. Justin, lass dich nicht erwischen, schau, es kommt aus dieser Richtung. So, jetzt nochmal. Come, power of the universe. Ha! Dragon King Slice. Ja, Drachenspalter hilft nicht viel, aber es ist wegen Zauberlernen. Zauber erhöhen. Ich glaube, ihr würdet Justins Eisschlag auch was bringen. Mit Sicherheit. Da es ja eh ein Gegner ist, aber zwei Aktionen. Also, Dinger. Freeze. Oh ja, aber sowas von bringt er was. Jawohl, abgebrochen. Komm nochmal, Eisschlag, dann ist er kaputt. Der wird uns nicht angreifen. Cool. Den Kampf ohne Schaden gemeistert. Nicht schlecht. Wow, 2100. Und get will level up. Juhu. 2 Level Ups schon. Ja, wir haben es geschafft. Ha, genau, Justin. Jetzt müssen sich Justin und Federn nicht opfern. Huch. Ah, Justin, was ist das für ein Glitzern? Guck mal dort auch. Hä? Was, Federn? Ja, das sind die gleichen Dinger, die wir beim Taifunturm sahen. Wow, was geschieht jetzt?
Der Vulkan ist wieder aktiv. Er bricht gleich aus. Mist, das hier ist der Krater. Bricht er aus, sind wir alle im Eimer. Oder besser, in der Pfanne. Keine Zeit für Wortspiele. Wir kommen sofort raus oder wir werden getoastet. Wow, schnell. Boah, bum, 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 bum. So kurz heilen, nicht speichern. Egal, raus. Schnell. Nein. Fick dich. Entschuldigung. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Habt ihr nicht gehört? Nein. Hab ich nicht gesagt. Autsch. Ach. Stirb mich nicht, Mann. Weg da. Kaputt. Come, try again. So, jetzt raus hier, los. Was Bumm macht. Nein. Och, ey. Müssen die ganzen Monster wieder spawnen? Na gut, im Kampf ist ja egal, da passiert ja nichts. Nein, tschüss. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Ernsthaft. Schaff mal. Oh. Macht einfach. So geht's auch. What a finch. Komm, weg da, weg da, weg da. Einfach nur raus, raus, raus. So, geht doch. Das reicht schon. Man muss nur im Krater raus. Sieh nur, ein Vulkanausbruch. Der kommt natürlich erst, wenn wir draußen sind, ne? Sonst wäre mehr. Sonst wird das Spiel nicht weitergehen. Wenn wir jetzt verbrannt wären. Ist der Vulkan wieder aktiv? Lieber schnell zurück zum Fuß des Vulkans. Los, Justin! Ja, Gatwin, los, alle rennen! Okay, kommt nochmal ein kurzer Sound. Was ist los? Was ist passiert? Monster, das sind Monster. Monster? Moment, wo sind die Monster? Ah, ich will in den Himmel. Oh, wow, helft mir. Was ist los? Was passiert? Hä? Was ist mit denen kaputt? Thank you.
ist ein Geist! Ein Geist, bleibt weg! Eigentlich sollte der Feuerdrache euch gefressen haben. Warum, tapferes Paar? Warum? Wir waren böse. Bitte sucht uns nicht heim. Hä? Ah, er sieht hierher. Hey, hey, hey. Ihr Seelen des tapferen Paares. Wagt nicht, Hand an meine Freundin zu legen. Ich, Murua, der gefährliche und unerschütterliche, werde euch mit meiner rechten Hand hinwegfegen. Seht, beinahe hätten wir es nicht geschafft, den Feuerdrachen zu besiegen. Wir sind erst kurz zurück. Was? Ihr seid es wirklich? Ihr seid mir vielleicht zwei. Es freut mich so, dass ihr unversehrt entkommen seid. Hey, Leana, lauf und bring dem Oberhaupt die frohe Kunde. Heute gibt es ein Fest. Murua, ich will nicht alleine gehen. Komm mit mir. Oh, meine verwöhnte Prinzessin. Okay, Leana, ich gehe mit dir. Oh, Mann, hör doch mal auf. Oh, Mann. Genau, Justin. Wir sind der gleichen Meinung. Komm, Justin, sei nicht böse. Gehen wir auch. Nein, der hat aufgeregt wegen den... Ne? Verheißungsvoll, verheißungsvoll. Nie vorher war es so verheißungsvoll. La 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 la, tot dem Feuerdrachen. Lulululu, möge Gumbo für immer warm bleiben. Keine Opfer sind nötig. Von jetzt bis in alle Ewigkeit können wir feiern. Ach, ist das großartig. Auf Justin und Fena, die den Drachen besiegt haben. Und auf Gatwin und Su. Diese beiden Paare werden in der Geschichte Gumbos immer als die tapferen Paare genannt werden. Also sind jetzt Gatwin und Su auch ein Paar. Nun, bitte beeilt euch nicht. Esst und trinkt noch mehr. Nein, nein, wir haben schon genug. Wir sind so voll. Nicht mehr. Mein Bauch ist schon voll. Mein Bauch ist voll und ich bin müde. Bist du schon eingeschlafen, Pui? Wahaha, ich habe auch einen vollen Bauch. Ich gehe noch vor euch zurück zu den Unterkünften. Ich hau mich aufs Ohr. Justin, Fena, da ihr die Ehrengäste seid, bleibt noch etwas und genießt es. La la la, leider dürft ihr nicht bleiben. Sollte ich für eure Unterkunft sehen? Gute Nacht, Justin. Bleibt nicht so lange auf. Was? Gatwin und Sue gehen schon bald? Bald? Sie sind schon weg? Fena! Fena, was trinkst du da? Alkohol? Was machen wir, Justin? Wir müssen uns vor allen Anwesenden küssen am Ende des Fests. Was? Wirklich? Haha, eine kleine Lüge, Justin. Ich habe gelogen. Hast du geglaubt, es stimmt? Du, es ist ein bisschen heißer. Gehen wir kurz raus zum Abkühlen? Na gut, dann gehen wir eben. Wahrscheinlich ist es egal, ob wir hier sind. Justin, du hast mir eben schöne Augen gemacht. Was sagst du denn da? Willst du gehen oder bleiben? Haha, ich scherze nur. Tut mir leid, Justin. Na gut, gehen wir, Justin. Ey, Fena hat gerade was Nettes gesagt, Justin, und du meckerst sie an. Spinnst wohl. Das macht man doch nicht. Ah, die Abendbrise ist angenehm. Jetzt hat jeder in diesem Dorf ein Pärchen gebildet. Ich fühle mich verlegen, nur wenn ich mich herumschaue. Wenn ich herumschaue. Schau, sie sind überall. Oh, tapferes Paar. Dank euch ist Gumbo nun voller Glück. Das verdanken wir euch. Danke vielmals. Ich glaubte nicht, je mit Danda zusammen spazieren zu gehen. Wundervoll. Ihr seid ein glückliches Paar. Ihr seid ein wunderbares Paar. Nicht, Neina? Ja, ein Paar wie füreinander gemacht. Du hast recht, Danda. Sag mir, Danda, gibt es in der Nähe einen kühlen Ort? Warte, versuche es am Pier oder auf der einsamen kleinen Insel. Dort ist es kühl und du kannst dich entspannen. Der Vulkan wurde wieder erweckt. In diesem Dorf wird es wieder warm. Ihr seid das echte tapfere Paar. Ihr müsst es sein. Ihr habt den Feuerdrachen besiegt. Wahrscheinlich sind viele Paare am Pier. Versuch, auf der einsamen Insel zu entspannen. Ihr seid wirklich ein wundervolles Paar. Mit der Kraft der Liebe habt ihr den Feuerdrachen bezwungen. Ich beneide euch so. Ob ich und Danda je ein wahrhaftiges Paar werden... Ihr werdet sicher in die Geschichte Gumbos als ein großes Paar eingehen. Guck mal kurz am Pier, oh Gott. Wow, sie sind überall. Ist hier jeder ein Paar? Ach du Schande. Wir sollten sie nicht belästigen, Justin. Gehen wir zur Insel. Okay, dann gehen wir zur Insel. Das hier ist ein ruhiger Ort, genau wie Danda gesagt hat.
Am Abend das Meer zu riechen ist wunderbar, nicht wahr, Justin? Was? Vielleicht? Für mich ist es wie Mittag. Och, Justin, hör doch mal auf. Jetzt schon, Justin? Versuchen wir darüber zu gehen. Wie wunderbar, die Wellen bei Nacht. Was? Warte einen Moment, Fena. Sieh nur, Justin, als wenn die Sterne vom Himmel gefallen wären. Es ist, als würden zwei Menschen zum Himmel hinaufschweben. Truly. Aber als Justin der Abenteurer möchte ich hinaufsteigen und mir diesen Stern aus der Nähe ansehen. Lass uns irgendwann zusammen zu diesem so fernen Stern gehen. Was? Wir beide zusammen? Zu diesem Stern? Justin, du hast eben etwas Nettes gesagt. Weißt du auch, was es ist? Natürlich, das gehört sich für einen Abenteurer auch so. Oh, Justin, hörst du nie auf, an Abenteuer zu denken? Hey, wenn wir das tun, werden wir wie ein echtes Paar aussehen. Ist das nicht lustig? Natürlich sehen wir aus wie ein Paar. Unsere Beziehung geht zurück zur Plünderei und Heirat in Neupalm. Was? Aber das war Schuld an der Heulsuse, an die Heulsuse von Packern. Ah, ist ein Scherz, ein Scherz. Oh, mal ehrlich, Justin. Ich finde es toll, mit dir auf Abenteuer fortzugehen. Seitdem wir uns kennen, nehmen Abenteuer und Schwierigkeiten kein Ende. Auch in diesem Dorf hier ist immer noch alles um uns chaotisch. Fena, das hört sich nicht gerade nach einem Kompliment nach. Du kannst diese Dinge auflösen, indem du sie auf dich nimmst. Du hast diese wunderbare Gabe. Fena, vielleicht ist das jetzt zu früh, aber Fena, was mich betrifft... Sei einfach still. Es ist gut, so wie es jetzt ist, als wären du und ich allein auf der ganzen Welt. Huch! Schon wieder die Geister. Was ist das? Die Spirits, sie sind auch hier, genau wie wir ihnen am Taifunturm und dem Vulkan begegnet sind. Justin, schau nur. Ich glaube, da stand gerade noch was. Ich glaube, wunderschön. Nee, wie wunderhübsch, hat sie noch gesagt. Ich habe es gerade voll vergessen zu lesen. Bin gerade so geflasht von den Geistern. Hab gerade wieder an was anderes gedacht. Na egal. Ist nichts zur Debatte. So, jetzt sind wir alle da am Esstisch, essen fein und... Die Geister haben in der wundervollen, sternklaren Nacht getanzt. Das hatte schon etwas an sich. Sogar jetzt scheint es wie ein Traum. Findest du nicht, Justin? Ja, jetzt wo du sagst. Aber Fena und ich haben sie gesehen. Das war kein Traum. Aber wie es gestern dann so war, ich wurde auf einmal schläfrig. Ich ging sofort zu Bett. Oh, war das wunderbar. Aber eigentlich wollte ich hübsche Geister am Nachthimmel schweben sehen. Schade so, das nächste Mal wecke ich dich. Ah, die Geister sind so seltsam. In Palm hast du sie nie gesehen, oder Justin? Die letzte Nacht war wirklich schön. Ich werde es nie vergessen. Normalerweise trifft man selten auf die Geister. Dass ihr so viele gesehen habt, ist außergewöhnlich. Ich glaube, die Geister mögen Justin. Kannst du es nicht in deinem Herz fühlen? Ja, ich konnte die Geister immer schon sehen, seit wir die Mauer überquerten und hierher gekommen sind. Ja, vorher nicht, ne? Die Geister erschienen Justin gestern und am Taifunturm. Nun, nie vorher habe ich von mehr Erscheinungen gehört. Ich glaube, sie haben etwas vor mit Justin. Die Geister sind diese sanft flackernden Lichter, nicht? Wie können die etwas vorhaben? Was? Die Geister sind mehr als nur Licht. Soweit... Sonst weiß ich nichts. Ihr erfahrt mehr an einem Ort namens Alend. Gedwin weiß was von Alend. Naja, gestern nach unserer Trennung kamen Danda und sein Freund zum Gästehaus. Als Dank für Gumbus Rettung wollte er sein Boot vorbereiten, damit wir jederzeit losfahren können. Was für ein Glück, dann können wir zu den Zwillingstürmen fahren. Ich dachte, wenn wir erst die Barriere überquert haben, treffen wir Lite. Wir sind den langen Weg gegangen. Weil Justin ursprünglich nämlich keinen Durchblick hatte, ist dir das schon einmal in den Sinn gekommen? Ich verstehe, das ist okay. Das bedeutet nur, wir haben umso mehr Abenteuer erlebt.
Ah, wir haben ja viel Geld bekommen, ne? Na, viel ist es nicht, aber... Ja, warte, wir können ja was verkaufen. Wir können ja die Regenstäbe verkaufen. Dann mal alle bis auf einen. Justin bräuchte noch einen. Ah ne, wir haben ja den ausgerüstet, den Feuerstab können wir verkaufen. Das da. Das da. Edelkette. Naja, werden wir nie dazu kommen. Feuerpeitsche. So, Masu hat ja einen ausgerüstet, ne? Ja, kann Bena die Feuerpeitsche nehmen, so. Dann können wir den ganzen Rest verkaufen. So, und schon haben wir wieder mehr Kohle. Oh, die sind ja riesig. Wie tragt ihr diese riesen Münzen? Hm, wir verwenden sie, als mein Großvater noch ein Kind war. Wir verwenden sie nicht mehr. Was? Hä? Cool. Hier ist noch eine. Ah, erzählt er was zu den Münzen. Also zu der Mutter. Warte mal, hier ist er noch ein... Schutz vor kritischen Treffern. Schutz gegen Zauber, Schutzblock, hält wach. Hm. Also man schläft nicht. Ein. Hm. So... Mehr handeln müsste es gehen. Okay, nicht ganz. So geht's auch. Okay. So ging's natürlich auch, ne? Haben ja im Grunde genommen noch alles. Nein, ich wollte nicht ausruhen. Verdrückt. Gut, jetzt können wir also Richtung Pio. Und zu den Zwillingstürmen. Sagt, ihr fahrt zu den Zwillingstürmen, oder? Natürlich. Na gut, wo Danda hingeht, gehe ich auch hin. Ich könnte es nicht ertragen, auch nur einen Moment von Danda getrennt zu sein. Da keiner da ist, solange wir auf euch warten, können Danda und ich allein sein. Sagt, tapferes Paar, wollt ihr immer noch zu den Zwillingstürmen? Na dann los. Großartig, fahren wir. Wollt ihr immer noch? Wir wollen erstmal dahin. Gut, tun wir es. Ist kein Problem, dorthin zu fahren. Ich kenne mich mit Booten bestens aus. Ah, du siehst wirklich gut aus, Danda. Oh Mann. Zwillingstürme. Falsch, wieder Zwillingstürme. Da fehlt's R. Hat nicht mal ganz hingepasst, das R. Wir warten hier auf euch. Keine Angst, wenn ihr kommt, könnt ihr mit uns jederzeit zurück. Über die Zwillingstürme, ich erfuhr es von einem, der dort oft war, weil er den Ort studierte. Sie sind von 4 Toren umgeben, aber ihr könnt nur durch das Nordtor gehen. Alle anderen Tore sind geschlossen. Danke für die Fahrt, Danda. Übrigens, viel Spaß, ihr Abenteurer. Wir werden hier auf euch warten. Hey, das stimmt, wir werden hier warten, Naina. Nur du und ich. Du.
klingt wie auf dem Dampfer die Musik. Okay, gut. So, also wir können nur ins Nordtor. Okay, jetzt sind wir bei Süden. Warte, Justin. Seht dort, ein Panzer der Galle-Truppen. Was? Was wollen die Galle-Truppen hier? Haben die Galle-Truppen das Ende der Welt auch überquert? Das muss ein Irrtum sein. Nein, schau, siehst du diese Spuren? Sicher der Panzer der Galle-Truppen. Hm, ist mir neu. Machen diese Soldaten sehr viel Ärger? Ja, manchmal. Wenn dort welche von denen in den Zwillingstürmen sind, dann müssen wir vorsichtig sein, dass sie unsere Anwesenheit nicht bemerken. Coole Musik. Cool. Leider geht die weg. Huch. So, also wir müssen ins Nordtor. Jetzt komme ich erstmal Westen. Ja. So, das ist natürlich auch zu. Dann müssen wir jetzt in den Norden. Also jetzt kommen wir in den Norden. Und hier ist nämlich offen. Nein. Das war knapp. Ein Heilkraut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Überall diese komischen Medusa-Tänzerinnen. So, jetzt geht's noch an der gegenüberliegenden Seite auf. Geh auf! Ohne mich zu zerdrücken. Eine Vakuumrolle. 100 TP Windgriff auf alle Feinde. Also Heulerschlag brauchen wir nicht. Haben wir schon. So, jetzt einmal Geld. Nein, geht weg. Weg da. Ein Belebungsstein. Erweckt einen Gefallenen von den Toten. Ja, wenn er den ausgerüstet hat, wird er automatisch wiederbelebt. Na, doch hier lang. So, jetzt ist da offen, auf der anderen Seite. Da ist noch eine Kiste. Die holen wir uns mal fix. Und da stehen schon die Soldaten. Todesamulett, Schutz gegen Falltod um.
Naja, ob man da jetzt vor dem Tod geschützt ist, oder? Wow, Awatsch! So, wir kamen ohne Kämpfe durch. Cool. Hey, wo seid ihr? Wo seid ihr? Nicht wer seid ihr? Ihr könnt hier nicht rein. Die Galle-Truppen führen hier Erkundungen durch. Oh, Moment, wir sind nur, Seid ihr die Fremdenführer? Wurdet ihr geschickt, um bei den Zwillingstürmen-Studien zu helfen? Ja, eigentlich sind, Ja, stimmt, genau, wir sind Fremdenführer. Ja, wir sind Fremdenführer. Unser Boss sagte uns, euch hier rumzuführen. Oh, na dann. Wir haben auf euch gewartet. Wir können den Eingang zu diesen Ruinen nicht finden. Ja, wir sind Fremdenführer. Okay, schnell rein mit uns. Wir können die Einzelheiten drin besprechen. Keine Ahnung, wie wir es gemacht haben, aber wir sind reingekommen, ohne viel Aufsehen zu erregen. Justin? Sch, sie können dich hören, Sue. Nur macht schon ihr Schnecken. Hinein. Schnecken. Klingt wie eine Sultruin. Oh, nun, das kann ich verstehen. So seltsam sind diese Ruinen. Warum gibt es keinen Eingang? Hm, wo kommt ihr denn her? Ihr seid nicht wie Soldaten gekleidet und ihr seht nicht aus wie Leute von hier. Wir sind die Fremdenführer. Wir wurden hierher geschickt, um die Zwillingstürme zu studieren. Oh, Führer, nun, führt uns zum Eingang. Diese Ruinen sind wirklich nervig. Ja, wir sind Fremdenführer. Wir wurden hierher geschickt, um die Zwillingstürme zu studieren. Hm? Das hat uns unser Boss beauftragt. Der Oberhaupt von Gumbo. Warum ist unser Boss? Er hat gesagt, ja, hier, studiert die Zwillingstürme. Was mit eurer Uniform passiert, wenn Lieutenant Nana euch so sieht? Sie wird sie euch Mores lehren. Sind keine Soldaten, wir sind die Führer aus Gumbo. Oh, ihr seid von hier. Nun, das überrascht mich. Schöne Mädchen wie du lassen mich wünschen, für immer hier zu leben. Nun, wir beide würden sehr gut miteinander auskommen. Oh, so klang das jetzt nach einem Date. So, du bist ein Kind. Kein Erwachsener. Mensch. Oh, ihr kommt von hier. Ich dachte, ihr würdet ganz anders als wir aussehen. Nun, vielleicht ist es... Was? Ist das nicht wahr? Außer dem großen Kerl hier seht ihr uns sehr ähnlich. Jee! Aha, ist das richtig? Aber wir haben Hörner unter unseren Hüten. Was? Hm, du siehst uns noch sehr ähnlich. Ist das nicht so ein schöner, warmer Ort mit allerlei Guten zu essen? Zu dumm, dass diese Mission Top Secret ist. Hier würde ich gerne in meiner Familie leben. Ich verstehe, ich lebe hier seit ich denken kann, aber trotzdem meine ich, dies ist eine schöne Gegend. Ja, Justin, du lebst hier. Huch, was? Schon wieder Ablösung? Hey, wer seid denn ihr? Wir sind die Fremdenführer. Fremd? Hä? Verstehe. Ja, ihr seht nicht aus wie wir. Ihr seht nicht wie wir aus. Habt ein Gesicht auf dem anderen. Die erkennen uns nicht. Da niemand außer dem Militär das Ende der Welt überqueren kann, haben Zivilisten hier keinen Zugang. Ich glaube nicht, dass ihr Humanoiden verstehen könnt, was ich sage. Unsere Truppen sind sehr stolz auf... Ups, das ist ein Militärgeheimnis. Ich sage besser nichts mehr, auch wenn ihr nichts versteht. Wir sind Führer aus dem Ort, aus Gumbo. Sagt, habt ihr das Ende der Welt wirklich überquert? Ich zweifle, ob ihr das versteht, aber ich sage euch, wir haben diese Flugmaschinen. Ups, das ist ein Militärgeheimnis. Bla 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 bla. Nein, ich habe bereits zu viel erzählt. Ich werde nichts mehr sagen. Ihr Führer, geht zurück an die Arbeit. Ja, ihr seid mit Flugmaschinen hier rüber gekommen, Mensch. Einige Soldaten wollen nicht auf der anderen Seite des Walls dienen, aber ich bin damit einverstanden. Ich bin glücklich, dass ich diese neue Welt mit eigenen Augen sehen kann. Eine Welt, von der Abenteurer träumen. Ja, Sir, das ist sehr nett. Aber ich erkläre dies Humanoiden, die das noch nicht einmal verstehen. Haha. Wir verstehen mehr, als du denkst. Ich hörte von einem Soldaten, dass die Störenfriede auf der anderen Seite des Walls einen unserer Züge stahlen. Einige Soldaten meinten, diese Störenfriede sehen aus wie Kinder. Meine Theorie ist, dass sie humanoide Erwachsene sind, die jung aussehen. Eine gute Theorie, da sie mit anderen Gefangenen der Truppe geflohen sind. Oh Gott, die reden von uns. Einige Forscher meinten, dass es eine unglaubliche Vielfalt an humanoiden Spezies gibt. Ich bin sicher, dass diejenigen, die den Zug der Galle-Truppen stahlen, ihr Alter nicht gezeigt haben. Kinder wären nicht wagemütig genug, um einen Zug der Galle-Truppen zu stehlen, oder?
Meine Theorie ist eine gute Theorie, wenn man bedenkt, dass die mit anderen gefangenen Truppen geflohen sind. Gott, die reden von uns, aber die erkennen uns nicht. Hallo da drüben, wir sind die Fremdenführer. Dürfen wir erfahren, was sie tun? Haha, ich hörte, die Leute hier wären ein kluges und fröhliches Volk. Es scheint, als ob das stimmen würde. Hey, wir haben einen neuen Follower. Jupp. Juppi, juppi. Oder jupp, jups. Keine Ahnung. Genau, juppi, juppi. Willkommen und danke für den Follow. Ich studiere diese Ruinen. Je mehr ich lerne, desto interessanter werden sie. Cool. Ja. Hey, ihr dort. Ihr seht verdächtig aus. Was macht ihr hier? Hä? Oh, wir sind Führer. Wir machen hier nur unsere Arbeit. Oh, Führer, ihr sucht wohl nach ein paar Überresten, hä? Nein, wir suchen nur nach dem Eingang der Ruinen. Hey, ihr dort drüben. Ihr seht verdächtig aus. Was macht ihr hier? Huch, beruhigt euch. Wir sind nur die Fremdenführer. Lokale Führer? Ich denke, das ist okay. Wehe, wenn ihr euch verdächtig macht. Ach, nein. Nix da, wir machen uns schon nicht verdächtig. Drachenpilot zu sein ist nicht so toll. Es sieht nur für andere wie ein toller Job aus. Das Training ist super hart und vieles ist top secret, sodass man kaum jemals Briefe schreiben kann. Die Panzersoldaten können auf der Reise schlafen. Vielleicht lasse ich mich dorthin versetzen. Mach das. Achso, den haben wir schon gequatscht. Gut, na jetzt können wir da in der Richtung hier rein. Pass auf, Justin, sie sind es. Was ist los, Sue? Was? Versteckt euch schnell. Hä, Sue, was ist denn? Gott, die drei. Was für ein langweiliger Auftrag. Mullen studiert nur noch Türme. Vielleicht steht ein neuer Auftrag an. Wenn wir das mit dem Nebelwald nicht so vermasselt hätten, mein Traum, Mullens Gehilfe zu werden. Welch furchtbare Erfahrung. Der Zug hielt nicht an und wir verloren einen halben Tag. Mullen ist verrückt. Wie hieß der, der die Bremse zerstört hat? Justin, ich werde sie ihm heimzahlen. Er bezahlt mit seinem Leben. Oh oh. Sie sind weg. Klingt so, als würden sie sich an mich erinnern. Scheint, als hättest du Frauenprobleme. Kennst ein paar Tricks, hä? Hey Justin, diese drei Frauen unterhielten sich über einen Herrn Mullen. Oh der, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es sieht so aus, als sei da drüben eine Tür. Kommt auf in den Turm, bevor wir Mullen treffen. Zum Turm? Was? Zwillingstürme Versuchung. Was ist das? Das hat sicher etwas zu bedeuten. Ich habe jedoch keine Ahnung was. Es sieht aus wie der magische Kreis. Hey Justin, ich denke, ich kann den Eingang zu einer Passage dort sehen. Ups, oh oh Justin, das sieht aus wie eine Sackgasse. Du hast recht, da ist eine Wand. Aber wenn dies kein Eingang ist, wie kommen wir dann rein? Gibt's hier wirklich nichts? Nö. Nö. Der neueste Bericht sagt nur, dass der Eingang höchstwahrscheinlich irgendwo in diesem Raum zu finden ist. Ah, hier ist genau beschrieben, wie man vor den Zwillingstürmen katapultiert wird. Der Bericht ist sehr hilfreich. Hey, diese Stimme! Oh Gott, das ist Mullen und Lin. Ah. Oh, du bist Mullen. Was zum... Hey, es ist Justin. Fena. Lin. Was machst du denn hier, Justin? Wie in aller... Du musst über den Wall am Ende der Welt geklettert sein. Klar sind wir das. Erst gegangen und dann über den Wall geklettert. Gegangen? Ihr seid zu Fuß über den Wall gekommen? Haha, das ist erstaunlich. So jung und schon so clever. Hey, was ist so lustig? Du machst dich nicht über uns lustig, du Narr. Haha, nein, nein, du verstehst das völlig falsch, Justin. Ich bin nur erfreut, das ist alles. Es ist heutzutage schön, jemanden so furchtlosen und wagemutigen zu treffen. Genug mit diesem verwirrenden Geschnatter, beweg dich, Mullen, lass uns durch oder wir brauchen Gewalt. Wenn ich euch durchlasse, gibst du mir dann den letzten Teil des Geistersteins, Justin? Wenn du ihn haben willst, hol ihn dir. Was willst du mit dem Geisterstein? Was, den Stein jemandem wie dir geben? Wenn du ihn haben willst, hol ihn dir. So ist es genau wie Lin sagte, du hast ihn wirklich, nicht wahr? Ha! Geh weg, Mann! Der Stein ist nicht für euch gedacht, gebt ihn her und ich lasse euch gehen. Nein, verstanden? Nein!
Er kann nicht einfach auftauchen und uns den Stein wie ein Dieb nehmen. Zähl auf mich und mein Schwert. Pena, Justin, gebt einfach den Stein her. Riskiert nicht euer Leben dafür. Zurück mit dir, Lin. Wenn wir Gewalt anwenden müssen, werde ich das auf meine Weise erledigen. Holen wir uns Gatwin. Okay. Wow. Autsch. Justin! Dieser Fiesling. Nun, bereits wieder auf den Füßen? Scheint so, als ob dieses Abenteuer euch gut in Form gebracht hat. Ich sage dies nur noch einmal, gib mir den Stein, Justin. Keine Chance. Nur über meine Leiche. Keine Chance, Jose. Genau das habe ich von jemandem wie dir erwartet, okay. Gebt mir alles, was ihr habt. Ihr solltet keinen unnötigen Ballast mit in die nächste Welt nehmen. Stopp, Herr Mullen, wir kennen den Sieger bereits. Unsinn, der Gewinner steht noch nicht fest. Halt, halt, Justin, das bringt dich um. Der Geisterstein in meiner Tasche, er beginnt zu leuchten. Der magische Kreis, er bewegt sich. Ist das der Eingang zum Turm? Ah! Ah! Oh Gott. Er hat uns eingesogen. Was? Oh nein, Gatwin, Justin und Fena, sie sind verschwunden. Hey, wo sind die anderen? Justin, Fena! Wir sind in dem Turm drin. Oder wir sind in den Zwillingstürmen drin. Ich höre Wasser. Justin? Wo bin ich? Ist hier wer? Hallo? Ist jemand hier? Justin! Gatwin! Was ist hier los? Justin! Justin! Rufen hilft nichts. Der magische Kreis hat nur dich und mich an diesen Ort teleportiert. Aua, mein Bein tut weh. Kommen Sie nicht näher. Sie haben meine Schwester dazu gebracht, im Dorflug all diese furchtbaren Dinge zu tun. Du hast recht, entschuldige. Was? Ah, sieht so aus, als ob der Knöchel verstaut ist. Die Knochen sind heil. Wenn du es langsam angehst, sollte es bald besser sein. Sitz still und schon ihn ein wenig. Wo in aller Welt sind wir? Und wo sind Justin und die anderen? Wir sind in den Zwillingsturm. Dies ist ein Tempel während der Angelo-Zivilisation für die Ikarier gebaut. Ein Tempel? Für die Ikarier? Sieh dich um. Einige der alten Wandmalereien sind noch intakt. Ausgebreitete Schwingen symbolisieren die Ikarier. Mit den Wunderschwingen konnten sie sich zwischen den Reichen bewegen. Die menschliche Geschichte begann mit diesen Legenden. Siehst du die beiden sonnenartigen Objekte? Geistersteine. Warte, das kann nicht stimmen. Der Legende nach gab es nur einen Geisterstein. Oh, ich weiß. Die Geister, stimmt's? Der Legende der Anjulianer nach gaben sie den Ikariern die Geistersteine. Du hast vollkommen recht. Wie nicht anders zu erwarten von Fena, der größten Abenteurerin von Neupalm. Oh, sie kennen mich? Klar kenne ich dich. Schließlich standst du auf unserer Wunschliste. Jedoch, die Wahrheit ist, ich war überrascht. Du gleichst Lin so sehr. Naja, du bist ja auch jetzt Zwilling. Oh, meinst du, mir wurde nicht viel über die Ähnlichkeit gesagt? Ihr seid nicht nur beide schön, sondern auch bereit, eine unmöglich scheinende Herausforderung anzugehen. Hä? Sie ziehen mich auf. Es ist gut, dass du gesund genug zum Verrücktwerden bist. Okay, das sollte halten. Du kannst jetzt wieder aufstehen. Kannst du auf einem Bein stehen? Ja, ich glaube schon. Danke, nenn mich einfach Mullen. Ich bin Oberst der Gale-Truppe. Lieutenant Leans kommandierender Offizier. Aber lassen wir alle Formalitäten außen vor und arbeiten wir zusammen, bis um diesen Ort hier zu verlassen, okay? Oh ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Dann lass uns aufbrechen. Kannst du laufen? Ja, mir geht es gut. Lass uns gehen. Ah! Sei vorsichtig, diese Ruinen sind ziemlich bröckelig. Bleib bitte dicht hinter mir. Danke, Mullen. Ob es den anderen wohl gut geht? Ich hoffe, keiner ist verletzt. Vielleicht hier?
Ich erinnere mich, da war ein Licht, als ich diesen Trottel Mullen zu einem weiteren Kampf herausgefordert habe. Oh Gott. Fena, Gedwin, Sue, hey, wo sind denn alle? Wo sind die alle? Ich glaube, hier ist niemand. Ich muss sie finden und sicherstellen, dass sie okay sind. Oh Gott, wir sind allein mit Justin. Türme, Raum der Sünde. Ich glaube, ich muss erstmal den Regenstab tauschen. What a finch. Bei Kröte sind Wasser. Und Wasser ist nicht gut bei denen. Nicht, dass wir keinen Schaden machen. Nimm mal die Drachenaxt. Oh Gott. Durchkämpfen! So, jetzt müssen wir die mit einem Schlag kaputt kriegen. Locker. What a bitch. Müssen aber nicht gegen alle Kröten kämpfen. Nur uns eigentlich den Weg frei zu machen. What a finch. So, jetzt können wir eigentlich schon durchlaufen. Das kann man jetzt noch machen, um zu leveln, aber so viele Punkte bringen die auch nicht. Hey, was ist das? Hä, was? Oh, oh nein, lass mich zufrieden! Hä, Lin? Lin, wirst du von Monstern gehetzt? Schnell, Justin, wir müssen sie befreien. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Hä, Lin! Frösche, die Frösche! Halt sie weg von uns! Bist du okay, Lin? Halte durch, ich komme! Was? Warum? Du hilfst doch wohl nicht dem Feind. Komm schon, du willst doch nicht sagen, dass wir jetzt Feinde sind. Eben. Du willst dich auffressen lassen. Von den Fröschen. Oder Kröten. Oder whatever, Mensch. Frösche, Kröte, alles gleiche. Here goes. Kaputt. What a finch. Das war ein gefährlicher Ort. Bist du verletzt, Lin? Hm. Ah! Ach du Schande, was ist los? Justin, das ist ein Befehl. Du hast den letzten Teil des Geistersteins. Gib ihn her. Was soll das? Du hast mich um Hilfe vor den Fröschen angefleht und jetzt das? Sei einfach still. Es ist meine Pflicht, den Geisterstein von dir zu erhalten. Die Pflicht kommt zuerst. Ah, das war keine große Sache, aber wir müssen hier schnell raus oder die Frösche kommt zurück. Boing. Ah. Puh, das war schnell. Sieh, wie viele es sind. Wir müssen hier raus oder wir werden von denen zum Mittag verspeist. Lass uns durch diesen Gang laufen. Flucht ist zwecklos, Justin. Ich bin in der Einheit von Oberst Mullen. Mein Leben gebe ich für den Stein. Oh, wirklich? Nun, dann bin ich... Nee, nur... Ich bin da jedenfalls kein Mitglied. Wenn du den Geiststein unbedingt willst, kannst du ihn haben. Bitte.
wirft Geisterstein zu Lin. Justin. Justin, warum? Warum gibst du deinen wertvollsten Besitz so leicht auf? Sei nicht dumm, warum nicht? Du denkst, dieser Stein ist wichtiger als mein Leben oder deins? Ha! Mein Leben oder deins? Nimm ihn, okay? Ich schlage vor, wir bleiben zusammen, zumindest bis wir einen Weg hinausgefunden haben. Okay, ich vertraue dir. Wah! Weg hier! Wah! Warum war das immer so synchronisiert? Oh, plötzlich. Wah! Das war ein Schock. Hey Lin, alles okay bei dir? Hey Lin, geht es dir gut? Bist du verletzt? Ich habe Wasser geschluckt. Ich fühle mich ein wenig seltsam. Oh, erschreckt mich nicht so. Das ist okay, nur ein wenig Wasser. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir den Fröschen entkommen sollten. Glück für uns, dass die Brücke einbrach. Worüber lachst du, Lin? Es ist nur Justin. Wir sind gerade sehr tief von dieser Brücke gefallen. Und du sagst, wir hatten Glück. Das ist schon seltsam. Meinst du, wir sind tief gefallen? Ha, nach einem Fall vom Ende der Welt ist das hier gar nichts. Nur du kannst das so sehen. Ich habe mich zu Tode geängstigt. Oh, du warst du? Ich bin ein Abenteurer. Ich habe niemals Angst. Nun, niemand ist von so vielen Orten heruntergefallen wie du. Das macht dich zu einem so großen Abenteurer. Hey, ich bin nicht nur ein großer Abenteurer, weil ich fallen kann. Auf jeden Fall müssen wir, bevor wir weiterreisen, die Kleidung trocknen. Lin, wir brauchen was zum Verbrennen. Schön. Es ist eine Statue eines Ikarias. Wieso eine so große Statue? Ich habe noch nie eine solche Statue gesehen. Durch diese blaue Schwingen sieht sie aus wie ein vierarmiger Engel. In der alten Angelo-Zivilisation wurden die Ikarier oft von vierarmigen weiblichen Statuen dargestellt. Laut den alten Mythen und Legenden konnten die Geister und die Ikarier einander verstehen. Sie besagen, dass die Kraft der Geister der Grund für das Gedeihen der alten Angelo-Zivilisation war. Die Kraft der Geister ging verloren. Heute lebt die Angelo-Zivilisation nur in Mythen und Legenden weiter. Jetzt haben die Geister ihren Rücken der Menschheit gedreht und helfen uns nicht mehr. Und warum das? Gewisse Fehler wurden gemacht. Wir sollten nicht so viel reden, sondern lieber laufen. Wir müssen noch ein gutes Stück weiter. Komm, Fena. Justin, das war wirklich stark, wie du Feuer ohne Streichhölzer gemacht hast. Na, was hast du erwartet? Ich bin ein Abenteurer. Fena ist sogar noch besser als ich. Fena? Nun, das ist gut. Fena ist also eine wahre Abenteurerin. Hey, du lächelst ja wieder. Das war keine Beschwerde. Ich sehe dich gerne lächeln. Du hast auch so ein schönes Lächeln. Huch, Justin, was hast du gerade gesagt? Ich meine, wann immer ich dich sehe, siehst du uns so bedrohlich an. Wenn ich dich so lächeln sehe, siehst du für mich ziemlich normal aus. Du, tut mir leid, ich dachte... Nur was? Komm schon, sag's mir. Ich bin glücklich, nachdem ich dich so über mich hab reden hören. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt sagen soll. Ich frage mich, sind alle beim Militär so wie du? Da fällt mir noch was ein, Lin. Kann ich dich was fragen? Klar, schieß los, Justin. Warum wollen die Galle-Truppen den Geisterstein unbedingt haben? Das ist ein Militärgeheimnis. Tut mir leid, Justin. Ich kann sogar dir nichts darüber sagen. Schau nicht so rechtfertigend an. Wenigstens verlange ich meinen Geisterstein nicht zurück. Du musst Geheimnisse bewahren. Du gehörst den Galle-Truppen an. Unsere Kleidung ist jetzt trocken. Zeit zum Aufbruch, Justin. Wasser, meine Klamotten sind noch nass. Oh, macht nichts. Ich muss Fena, Sue und die anderen finden. Also muss Gatwin dann noch. Dies ist die unterste Ebene des Zwillingsturms. Laut Mios Bericht ist der Ausgang auf der höchsten Ebene. Die höchste Ebene ist das Dachgeschoss des Turms. Wir beeilen uns besser. Ja, es gibt ja eh nicht mehr hier, oder? Gibt's denn irgendwas hier, außer hier unten? Können wir noch was angucken? Ne, Kamera drehen können wir nicht. Gibt's auch nichts.
Hier noch irgendwas? Nee. Okay. Wow, die ist riesig. Das ist die größte Statue, die ich je gesehen habe. Das ist eine Ikaria-Statue, ein Relikt der Angelo-Zivilisation. Ich will mal sagen Angelo. Ich glaube, das heißt auch so. Sieh mal, das ist seltsam. Die hier hat vier Arme. Ich habe schon Ikaria-Statuen gesehen, die waren stets irgendwie abstrakt. Diese hier sieht sehr menschlich aus. Die echten Ikaria waren nicht so groß, oder? Dieser große hier ist wie ein Monster, nicht Lean? Ich denke... Nun, lass uns hier abhauen, Justin. Hä? Okay. Vecchio. Huch. Ach, unterirdisch fahren wir jetzt, okay. Okay, hier gibt's nichts. Wow, Wandmalereien. Sieh die Wandmalereien, Lean. Ich frage mich, sind dies die Wandmalereien der Ikaria? Diese Wandmalereien, warum malten sie solch traurige Szenen? Das ist einfach zu seltsam. Ich meine, die Zivilisation von Angelo war wunderbar und schrecklich, oder? Justin, denkst du wirklich, dass eine vergangene Zivilisation so wundervoll gewesen sein kann? Hä, was meinst du? Wenn die Zivilisation so großartig gewesen wäre, wäre sie nicht untergegangen, oder Justin? Also warum meinst du, haben sie diese große Mauer am Ende der Welt gebaut, die diesen Kontinent unterteilt? Vielleicht war die Welt der Ikaria und der Geistersteine furchtbar. Vielleicht war es keine Welt, in der wir leben wollten. Mal dir mal nichts derartiges Schreckliches aus. Warum sollten die Truppen an schrecklichen Welten Interesse haben? Oh, entschuldige, ich versprach nicht zu fragen. Es tut mir so leid. Ich war... Hey, kein Problem. Mach dir darüber keine Sorgen. Lass uns gehen, Lean. Okay, hier ist die Treppe. What a huge painting. But I wonder, it's such a sad painting. Hmm. This is a mural of the fall of ancient Angelo. Is that an Ikarian? In fact, that was the greatest heir of the ancient Angelo civilization. Only Ikarians can use the Spirit Stone. That was the law of nature. But humans forgot this and tried to create prosperity with their own hands. They began to reach for things they shouldn't touch. As a result, just as they reached the height of prosperity, they vanished. The Ikarians too. You? Why do you know that? My mother told me. Yes, my mother was a humanoid. Among the humanoids, hers was a very ancient and gentle race. My father, General Ball, married my mother in order to obtain the secrets of the ancient Angelo civilization. Mullen. I love this land that my mother loved. There must be something wrong with me, too, telling this story to you, a complete stranger. It must be because of your eyes. I feel like I'm talking to Lean. You look a lot like her. Come, let's go. The exit is at the top of the tower.
Das Dachgeschoss der Zwillingstürme. Dies ist der Raum, in den uns der magische Kreis teleportiert hat. Hey, was ist das? Mann, ich muss Turm wieder ein bisschen leiser machen. So. Das ist so ein Sockel für Elite-Treffen. Justin, woher kommt dieses Licht? Das ist ein Gizmo aus der Zivilisation mit der Angelonianer. Hiermit kannst du mit den Ikariern reden. Ah, Justin! Willkommen sei der, der den Geisterstein besitzt. Er wird durch das Licht der Geister und die Flügel der Ikarier geleitet. Ich bin's, Lita. Ich, Justin. Ich habe es geschafft. Ja, ich kann dich deutlich spüren. Du bist sehr nah dran. Dort, wo du jetzt bist, liegt Alend fast vor deinen Augen. Lita! Zeig dich! Sag mir, wo Alend liegt! Geh östlich, Justin. Du, der du nach Antworten suchst. Lita! Das war jetzt Justin wieder mal auf Deutsch. Das ist so cool, das haben die so gut gemacht. Dass du einige Szenen auf Deutsch hörst. Also gerade die richtigen Szenen hier. Medaille der Weisheit gefunden. Lite, was bedeutet diese Medaille? Das ist der Schlüssel für Alend. Sie zeigt euch den Weg dorthin. Nach Alend, sagte sie? Warte mal, das stimmt nicht. Was mit den Ikariern? Überquere den Binnensee und halte dich ostwärts, Justin. Warte, bis wir uns wiedersehen. Dann sage ich dir alles, was ich über die Angelianer weiß. Also muss ich Justin ein bisschen tiefer reden. Okay, wir sind bald in Alend. Das Geheimnis der Angel wird endlich gelüftet. Lite sagte, wir müssen das Binnenmeer überqueren und uns ostwärts halten. Komm, zum Bummeln ist keine Zeit. Hey, der magische Kreis bringt uns sicherlich fort von diesem Turm. Lass uns hier schnell verschwinden, Lien. Verschwinden? Du nennst das Verschwinden, Justin? Weißt du denn überhaupt, wie man einen magischen Kreis verwendet? Nein, aber ich bin sicher, wenn ich ein wenig herumprobiere, passiert auch was. Es sieht nicht zu schwierig aus. Unglaublich. Ich glaube, das ist genau deine Art, nicht, Justin? Hier, ich weiß zufällig, wie der magische Kreis funktioniert, Justin. Halt Abstand. Wirklich? Das ist beeindruckend, Lien. Oberst Mullen hat es mich gelehrt. Ja, irgendeine Sprache, irgendwas auf. Keine Ahnung, war nicht Deutsch. Das ist die Sprache, die erst Rehm genommen hat. Vor allem, was das überhaupt für eine Sprache ist. Irgendwie arabisch oder so. Hier trennen sich unsere Wege, Justin. Oh, du hast mir nur versprochen, mir bei der Flucht zu helfen. Dennoch könntest du nicht. Justin, ich will, dass du nicht dichter an die Angelianer gehst. Was? Aber warum, Lien? Es ist mein Traum, sie zu finden. Ja, das stimmt. Du bist schließlich ein Abenteurer. Da helfen keine Warnungen. Nun, schließlich bleib einfach weg von den Galle-Truppen, okay? Huch? Give me your hand, Justin. Huh? But why? Just do it, quickly. The Spirit Stone. Lien, but why? I thought I could sacrifice anything if it was to get a hold of the Spirit Stone. But now, I don't know if that was right. So, you hold on to it. I never saw you in the Twin Towers, and I never got the Spirit Stone. I get it. Thank you, Lien. Say, Justin, tell me one last thing. What does the Spirit Stone mean to you? Huh? That's a toughie. To me, the Spirit Stone is... I know. The soul of the adventurer. Mm.
Don't laugh. I was serious. I'm sorry. It's sort of funny, that's all. I think I finally understand why Fina is with you and why I met you. I will never forget you. Goodbye, Justin. Ach, schön. Wir haben den Gaststein und die Weisheitsmedaille. Wir hatten irgendwie noch Platz im Inventar. Keine Ahnung, wie wir das gekriegt haben. Aber ich glaube, jetzt fehlt uns das Schwert, hä? Ja, das Schwert wurde ersetzt. Durch den... Geisterstein. Okay. Auch nicht schlecht. So, das ist gerade ein guter Zeitpunkt, für heute Schluss zu machen. Wie gesagt, ich wollte ja nicht so lange machen. Außerdem ist ja gerade eh nichts los. Also von daher... Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Stream Grandia. Also haut rein und bis zum nächsten Mal.